Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute an meinem Geburtstag, ja, ich habe heute Geburtstag und da will ich mal was Neues ausprobieren, wieder ein kleines neues Format für zwischendurch. Heute möchte ich euch mein neues Format, mein erstes Mal mit und dann kommt irgendwas präsentieren. Und zwar geht es darum, mein erstes Mal mit, da möchte ich euch einfach präsentieren, wie mein erster Kontakt mit bestimmten Charakteren, sei es aus dem Comic-Bereich, ja vieles aus dem Comic-Bereich, sei es aus anderen Bereichen, die ich hier auf dem Kanal präsentiere, wie da mein erster Kontakt mit war, was war da erst zum Beispiel das erste Comic über irgendeinen Charakter oder die erste Geschichte, in welchem Comic habe ich vielleicht einen Charakter als Zweitstory zum ersten Mal gesehen und so weiter und so fort. Das soll auch nur so ein kleines Ding für zwischendurch sein. Und heute habe ich mir einfach überlegt, mir den Charakter Black Lightning vorzunehmen, weil ja jetzt die TV-Serie davon anlief. Die läuft ja jetzt auch auf Netflix. Und ich glaube, seit 23. Januar oder so, also relativ noch frisch bei uns. Und da wurde ich natürlich dann auch gefragt von einigen Leuten: Ja, Black Lightning. Kannst du mal über den was machen und so. Jetzt hatte ich erst überlegt, so zu erklären, wer Black Lightning ist. Ja, wie so ein Who is Who, aber ich habe selber nicht so viel über den gelesen. Das bedeutet, dass ich jetzt vieles mir aus dem Internet erarbeiten müsste, wie das alles genau war. Und das möchte ich nicht, deswegen mache ich das anders. Ich zeige euch das, was ich wirklich gelesen habe. Oder Teile davon. Wie habe ich ihn kennengelernt? Und ja, Black Lightning habe ich natürlich wie viele DC, andere DC-Figuren über einen Superman-Superband kennengelernt. Und zwar hier Nummer 15. Ist ja hier auch schon auf dem Titelbild. Zwei Geschichten sind hier mit Superman und Black Lightning drin. Einmal geht es gegen so ein Wesen, das erklärt sich aus der Story dann eben, was das ist. Und einmal geht es hier gegen so einen alten Gegner von Green Lantern, Polaris oder wie der heißt, ja, Dr. Polaris oder so. Muss ich nochmal gucken, jawohl. Also zwei Stories und. Ja, was für mich damals, wie habe ich das empfunden? Also, das ist ja hier, wie man augenscheinlich sieht, ein schwarzer Superheld. Ja, aber das war für mich jetzt nichts Besonderes, weil ich mache mir wenig Gedanken über Weiß und Schwarz. Ich nehme die Dinge einfach so, wie sie kommen, ne? Also damals auch schon als Kind, ich habe mir nie überlegt, ein schwarzer Superheld, das ist ja was Besonderes. Was es tatsächlich auch damals irgendwo war. Weil es nicht so viele gab. Er ist, glaube ich, der zweite schwarze Superheld nach Jon Stewart von DC und der erste, der eine eigene Serie hatte. Ne? Also es war schon was Besonderes, aber für mich nicht. Das Besondere für mich war eher, dass wir hier die Kombination der beiden einfach. Wir haben Superman, der gottähnlicher Außerirdischer, der wirklich mit Riesenkräften, und wir haben diesen Ghetto-Typen. Das ist nämlich Jefferson Pierce, wie er heißt, ist ja zurückgekehrt in sein altes Viertel. Das ist dieser Suicide Slum, das ist so ein Stadtteil in Metropolis, praktisch das Ghetto von Metropolis. Ne? Und das ist eben so einer, der so diese Straßen, so ein Straßenheld, der die kleinen Dinge des Lebens macht, der Überfälle regelt und Leuten hilft im kleineren Bereich. Bei Superman ist es ja, der macht das zwar auch, aber da ist es ja auch oft so ein bisschen größer, so ein bisschen weltenbedrohend, Außerirdische und so weiter. Und das hat mir damals gut gefallen, dass wir hier auch so einen haben, der mit Superman eben zusammenarbeitet und der ist so der Held für die kleinen Leute ist. Weiter habe ich ihn dann kennengelernt und das ist so seine berühmteste Rolle eigentlich als Mitglied der Outsiders.
In diesen Batman-Taschenbüchern gab es mal ein paar Outsider-Stories. Batman und die Outsiders, das ist zum Beispiel das Taschenbuch, wo er sie gründet. Man sieht hier ihn auch im Hintergrund, Black Lightning, ein Mitglied der Outsiders. Und da durchaus auch ein wichtiger Faktor. Wir haben hier ganze Storylines, die um ihn gehen. Hier zum Beispiel, das ist eben US-Outsiders-Heft, was ich, da habe ich auch ein paar von. Also ich habe diese Outsider-Sachen von Batman eben teils in den Taschenbüchern, teils im US, teils überschneidet sich das auch. Ja, da habe ich Black Lightning weiter kennengelernt und war da eben ein wichtiger Teil dieses Teams, was ich auch sehr gerne mag. Und das war es eigentlich schon mit Black Lightning und mir. Ich habe den hier und da mal gesehen, aber der ist nicht so in meinem Fokus drin, ist aber andererseits schon irgendwie wichtig, weil er eben in diesen Anfängen, wo ich in meiner Kindheit eben schon, also ich kenne ihn schon lange, sagen wir so, ne? Und ja, das waren so meine Anfänge mit Black Lightning. Schreibt ihr mir mal rein, ob ihr Black Lightning kennt, was ihr so von dem gelesen habt. Dann schreibt mir mal rein, wie ihr das findet, wenn ich immer mal so kurz vorstelle, was war eigentlich mein erster Comic zu dem oder die erste Story, also dieses Konzept mein erstes Mal mit. Denke ich, könnte eine gute Auflockerung sein. Vor allem in der Woche, wo jetzt viele Reviews kommen, und in der nächsten Woche kommen wahrscheinlich auch noch mal viele, ist das vielleicht nicht schlecht, wenn sowas zwischendurch gibt. Ja, dann bedanke ich mich jetzt schon mal für eure Kommentare. Hoffe, dass ihr mir auch ein paar Likes gebt, wenn es euch gefallen hat. Und wünsche euch noch einen schönen Tag oder schönen Abend. Bis dann. Ciao.